Schnell. Das ist dann Danieli-Schinken mit ein bisschen Quitte und oben also ist eben noch ein Krokant drauf. Machen wir jetzt gleich weiter mit dem Hot Mini. Der Hot Mini ist letztendlich, haben wir da einen Früchtepunsch aufgesetzt. Wir haben Früchtetee mit ein bisschen Johannisbeersaft, frischem Limettensaft dazu. Dazu kommt noch ein bisschen Brombeermark. Und das Ganze wird dann, um das auch eben ein bisschen alkoholischer zu machen, noch mit Wodka aufgesprittet, den wir dann eben kurz vorm Ende dann nochmal mit dazu machen. Den kochen wir natürlich nicht mit auf, sonst hätten wir am Ende nicht mehr so viel Spaß. Wir haben die Suppe dazu kreiert, um einfach eine schöne Ergänzung zu diesem Cocktail zu haben. Der Cocktail hat schon eine gewisse Fruchtigkeit und eine Säure. Und die Karotte bringt so ein bisschen die Süße mit. Und der Ingwer unterstützt so ein bisschen mit seiner Schärfe auch die Früchte. Und das gibt so ein bisschen die Ergänzung in dem Aromenbild dieser ganzen Kombination. Und das war unser Gedanke, hier einfach mal was ganz Interessantes zu bieten. Ja? Viel Vergnügen damit. Hopping Package ist als solches auch aus Gutschein käuflich. Das sieht genau wie das Booklet aus, welches Sie in Händen tragen. Allerdings ist das Ihre ein Muster. Und hier dann kann man die einzelnen Locations oder Outlets auch noch mit einer kleinen Erklärung versehen. Es sind dann jeweils die zwei Signature Cocktails dabei und die beiden Snacks. Und die werden dann, wie man es hier auch schön sieht, gibt es dann einen abtrennbaren Bereich, der Ihnen dann bei Konsumation dann auch abgenommen wird. Kommen wir zu dem weihnachtlichen Teil. Das ist einmal unser Hexenhaus, welches wir jetzt seit 9 Jahren bei uns im Bayerischen Hof haben und somit auch die Weihnachtszeit bei uns einläutet. Unser Chef-Patissier, der Herr Mühlbacher, baut dieses Haus jedes Jahr und verwendet dafür rund 150 Kilogramm Lebkuchengewürz, 20 Kilo Eiweiß und auch 20 Kilo Honig. Dieses wird dann ungefähr innerhalb einer Woche angebaut und mit ordentlich Zuckerguss beklebt. Wir haben auch ein Schild gebaut, dass dieses Häuschen nicht zum Essen geeignet ist. Leider, wie Sie sehen, wird es nicht immer ganz beachtet. Wir haben in unserem Häuschen verschiedenes Sortiment von kleinen weihnachtlichen Süßigkeiten, von Lebkuchen über Weihnachtsgebäck. Die eigenen Produkte von Herrn Marx, die Sie auf unserer Tour durch die einzelnen Bars ebenfalls noch kennenlernen werden. Sie haben gleich auch die Möglichkeit, gerne schon mal unsere Bruchschokolade, Juse und Himbeer zu probieren, wenn Sie möchten. Wir haben pro Outlet ein eigenes Geschenke-Package gemacht. Es besteht immer aus einem Gutschein und aus verschiedenen Artikeln, um die Geschenke für Sie leichter zu machen. Das Hexenhaus hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet und trotzdem ist doch am Heiligen Abend nur von 10 bis 14 Uhr das Haus geöffnet und da ist die Schlange bis draußen hin, meistens nur mit Männern, weil sie versuchen, ihren Liebsten noch ein schönes Geschenk zu besorgen. Genau, das war der erste weihnachtliche Punkt bei unserem weihnachtlichen Barhopping. Schon gerade genommen, die kommt aus Papua-Neuguinea, die heißt Maralumis von einer Sortenreihen Plantage, muss man sich vorstellen wie beim Wein, der nur von einer Plantage kommt. Die Schokolade hat einen gewissen Säureanteil, was die Frucht der Himbeere ein bisschen unterstützt. Und wir haben das Ganze noch versehen mit einem Essenzöl der Yuzu. Yuzu ist eine japanische Zitrusfrucht, die extrem aromatisch ist. Sie werden das merken. Da ist noch was, irgendwas schlummert dann noch im Hintergrund. Und das bringt das ganze Geschmacksbild einfach zusammen. Die Schokolade mit der Himbeere, diese knackige Textur. Und dann die Fruchtigkeit der Yuzu. Dafür. Jetzt darf ich Ihnen kurz mal demonstrieren, was wir auch eigentlich eingangs schon probiert haben. Das ist die Maralumi-Schokolade, wie ich schon gesagt habe, die kommt aus Papua-Neuguinea. Eines der am wenigsten erforschten Gebiete. Die hat ein ausgezeichnetes Aroma, was sonst eigentlich auf der Welt nicht zu finden ist. Und daraus machen wir die Schokolade mit dem Himbeer-Crispy und dem Yuzu. Dazu habe ich reines Yuzu-Essenzöl, was sehr intensiv ist. Das gebe ich Ihnen jetzt meine temperierte Schokolade direkt rein. Das ist ganz schön, das habe ich hier als Dosierung, kann ich das da reinsprühen. Also ich drücke da 3-4 Mal drauf und mische das dann in die Schokolade mit rein. Und wenn Sie jetzt einmal kommen wollen, schon mal riechen wollen, nur das Yuzu. Oder? Was ist das jetzt genau? Yuzu ist eine japanische Zitrusfrucht. Die so ein bisschen komplexer ist als Mandarine nur. Also die hat so ein bisschen Mandarine, Limette, Orange, die vereinigt irgendwie alle Zitrusfrüchte. Und ist einfach ein sehr schönes Aroma. Ja? Und um dem Ganzen jetzt ein bisschen Textur noch zu geben, habe ich hier diese gefriergetrockneten Himbeeren. Kommen wir zu uns? Aber zu spät. Zu spät. Wir können das noch ein bisschen wiederholen, ja, weil es so schön war. Schön. Nur zum Herzeigen, aber. So, das ist die gefriergetrocknete Himbeere. Ja. Können Sie auch gerne einmal rumreichen.
einmal mal probieren in Natura. So, jetzt mische ich das auch drunter. So. Und jetzt gebe ich das auf mein, auf meine Folie. Das sieht jetzt eher nicht so. Und zu Hause kann man das praktisch im Prinzip auch machen. Man kann Gewürze, Aromen, sonst was nehmen, was man gerne hat oder auch gerne mag. Ja? In den Kühlschrank und wir müssten mindestens 10 bis 12 Stunden warten. Aber Sie haben da schon mal was vorbereitet. Genau, wir haben schon mal was vorbereitet. Und da dürfen Sie gerne noch weiter probieren, um sich nochmal ein Bild davon zu machen. Wie die Schokolade dann schmeckt, die ich gerade gemacht habe. Erläutern können, erzählen können. Ja, erstmal seitens der Falksbar herzlich willkommen in dem schönen Spiegelsaal der Falksbar. Sie haben jetzt als ersten Drink einen Liquid Kitchen, wie es der Name schon sagt, eine flüssige Küche. Und in dem Drink ist einmal enthalten Hendrix Gin, Eiweiß, Zitronensaft, Zuckersirup und das Ganze ist mit einer Gurke garniert und man trinkt es durch zwei Macaronis als Strohhalm. Die Geschichte hinter dem Drink ist natürlich auch auf die Geschichte der Falksbar abgestimmt. Am 22. Oktober 1945 wurde die Falksbar, damals noch Spiegelsaal genannt, als erstes Münchner Speiselokal in München aufgebaut. Und wie gesagt, dadurch Liquid Kitchen, weil erst Speiselokal, jetzt eine Bar. Und ja, das ist quasi so die Geschichte kurz gefasst dazu. Jetzt lasse ich noch den Herrn Marx mal was zu den Speisen erzählen. Ja, wir haben jetzt die Grissinis dazu, richtig? Und da haben wir so eine Kombination aus süß und pikant gemacht. Wir haben also Hühnchenhaut ganz knusprig gebraten, haben die ganz klein gemacht, dann haben die mit in den Teig eingearbeitet, um dazu das Ganze abzurunden, Olivenöl und eben die leichte Bitternis von den Cranberries mit da reingesetzt, um das Ganze halt, wie gesagt, so ein bisschen abzurunden. Viel Vergnügen damit. Bei uns im Tradewix haben sich über die letzten 44 Jahre zwei ganz berühmte Cocktails so etabliert, dass wir uns gar nicht mehr trauen, irgendwas Neues mit im Programm aufzunehmen und präsentieren ihn im Zuge unseres Barhoppings, unserem berühmten Menehune und den Mai Tai. Mai Tai wurde von Victor Bergeron, der Gründer von Tradewix, kreiert. Und durch Freunde, die gerade aus Hawaii kamen und ihn probiert haben, schrien sie Aloha Re Mai Tai, das heißt das Beste, nicht von dieser Welt. Der Menehune wird nach unseren Wichtelmännchen genannt. Das sind polynesische Gnome, die einem Glück bringen sollen, wenn man sie sieht und nachts die Arbeiten für sie verrichten. Beide Drinks sind in den letzten 44 Jahren immer die Nummer 1 Renner in Tradewix gewesen bei unseren Stammgästen und das mittlerweile schon in der vierten Generation. Ich hatte es ja vorhin gesagt, eigentlich hätten wir es noch aussehnen können. Wir könnten noch an die zweite Bar im Tradewix gehen und noch an die zweite Bar im Nightclub gehen. Aber wir machen jetzt hier Schluss und der Herr Ramming, unser Nightclub-Leiter, wird Ihnen was zu den Drinks erzählen und auch ein bisschen zu dem Essen. Vielleicht ganz kurz zu unserer Küche. Das Tradewix liegt ja praktisch rechts und in der Mitte liegt die Tradewix-Küche. Und im Nightclub gibt es eine kleine Karte, die ist aber aus dem Tradewix gekocht. Also da gibt es kleine Fingerfood vom Tradewix schon immer. Deswegen haben wir auch den Food-Anteil dem Tradewix ausgerichtet. Aber Herr Ramming, erzähl mehr. Genau, erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich fange mal kurz mit dem Drink an. Sie haben jetzt alle einen Hurricane vor sich. Das ist ein Rumdrink auf Basis von Havana Club 7 mit Maracuja-Sirup. Dazu kommt noch frischer Limettensaft und Ananassaft. Wir haben den Drink gewählt, weil es einfach ein Cocktail, ein fancy Drink ist und es passt halt bei uns sehr gut zu den Wochenenden, wenn bei uns die Partyband spielen und Leute zum Tanzen kommen. Es ist eine schöne fruchtige Erfrischung. Kurz zum Essen. Sie haben vor sich Thaisa-Tee. Das sind Geflügelspieße in Kokosnussmilch mariniert. Dazu eine Erdnusssoße und süß-saure Gurken. Ja. Bakshi-Feuer. Und als Drink haben wir einen Clubber Nightclub. Ein sehr klassischer Drink aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das ist auf Gin-Basis mit Zitronensaft, Eiweiß, Himbeermarmelade und Zuckersirup. Wird dann zweimal geshakt und steht jetzt vor Ihnen. Ist ein Sauercocktail. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und genießen Sie es.